Herzlich willkommen bei Brandenwunder. Sicherlich hat der eine oder andere schon von der Supernova 1054 gehört, wo es einem Menschen aufgefallen ist, dass am Nachmittag eine helle Scheibe erscheint, beziehungsweise dass ein chinesischer Hofastronom einen hellen Stern am Taghimmel entdeckte. Da sind auch viele Belege dafür. Heute wissen wir, dass es nämlich kein Sternchen war, sondern dass es ein Supernova war, was in dieser Zeit stattgefunden hat. Heute sieht man nur noch den Supernova-Überrest. Das ist der Krebsnebel, NGC 1952. Das ist ein Supernova-Überrest und gleichzeitig auch ein Pulsarwindnebel im Sternbild Stier. Der Entfernung liegt bei 6300 Lichtjahren und hat einen Durchmesser von 11 mal 7 Lichtjahren. Was 1731 entdeckt wurde von John Barris. Also John Barris hat diese Supernova-Überrest entdeckt. Und unabhängig von Charles Messier, auch am 28.18.1758, und er hat ihn auf die Idee gebracht, diesen Messier-Katalog zu schreiben. Und daher hat es die Bezeichnung Messier 1, also das erste Messier-Objekt im Messier-Katalog. Der Name Krebsnebel wird häufig Lord Ross zugeschrieben, der mit seinem großen Spiegelteleskop den Krebsnebel detailliert beobachten konnte und im Jahre 1844 eine Zeichnung angefertigte, was ein bisschen wie hier, wenn man es hier auf dem Bild sieht, wie ein Krebs irgendwie aussieht. Im Zentrum von diesem Krebsnebel befinden sich zwei schwache Sterne. Eine von denen ist für die Entstehung des Nebels verantwortlich. Wir haben hier einen Pulsar. Und Pulsare sind Neutronensterne mit extremen Magnetfeldern, die sich bis zu 1000 Mal pro Sekunde drehen. Durch die starken Magnetfelder senden Pulsare genau im Takt ihrer Rotation elektromagnetische Wellen aus, die als Radiowellen messbar sind. Auf diesem Foto sieht ihr jetzt nochmal, wie so ein Pulsar eigentlich aussieht, beziehungsweise ein Neutronenstern. Also ein kleiner Kugel, 20 Kilometer etwa bis 30 Kilometer. Mit einem enormen Magnetfeld, was sich rotiert und halt noch ein bisschen Strahlen aussendet und wie man es halt so kennt. So, dieser Pulsar im Inneren des Krebsnebels, bzw. im Zentrum, hat einen Durchmesser von 30 Kilometer und er sendet alle 33 Millisekunden Strahlungsimpulse über das gesamte elektromagnetische Spektrum aus. Wo habe ich ja gesagt, dass Pulsare durch die starken Magnetfelder genau in Takt der Rotation elektromagnetische Wellen aussenden, die als Radiowellen messbar sind. Hauptsächlich ist es so, aber es geht auch bis in den Röntgenbereich, wie hier zum Beispiel. Also es kann das gesamte elektromagnetische Spektrum umfassen. Der ursprüngliche Stern muss zwischen 8 und 12 Sonnenmassen gehabt haben. Unter 8 Sonnenmassen wäre es keine Supernova geworden. Das ist ein planetarischer Nebel mit einem weißen Zwerg. Aber über 12 Sonnenmassen hätte die Supernova eine andere Zusammensetzung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.